Hallo und willkommen zurück zu Dwarf Fortress. So, wir haben hier unsere kleine Festung und wir haben schon, ja, die ersten kleinen Probleme. Wir brauchen mehr Platz in unseren Lagern. Wir brauchen dringend, eigentlich hier brauchen wir Waffen. Wir haben unten unseren militärischen Commander, unseren Kommandeur. Der trainiert hier oben mit seinen Leuten. Allerdings sehen wir hier oben, da ist keiner. Und wir sind in der letzten Folge und in der vorletzten Folge schon mal aufs Militär eingegangen. Und das machen wir jetzt nochmal. So, und hier sehen wir die Gruppe. Und ich denke mal, wir werden die Gruppe nochmal auflösen und nochmal neu einteilen. Denn wir haben hier ziemlich viele Leute in der Gruppe, die einfach zu wichtig sind. So, und deswegen disband. So, und jetzt haben wir die Gruppe aufgelöst. Und gründen eine neue Gruppe. Hier kann man die Uniformen nochmal auswählen. Und ja, ich würde sagen, wir wählen mal. Also Uniform heißt Kleidung und Waffen. Wir wählen jetzt mal eine von den Standard-Varianten. Nicht Trainingsaxti, sondern Leather Armor. So, und dann können wir jetzt. Moment. So, hier können wir jetzt sehen, wer am besten dafür geeignet sind. Oben links seht ihr, wer dann den besten Skill dafür hat. Oder einen guten Skill, eine gute Fähigkeit hat. So, und hier seht ihr, kompetenter Axtzwerg, kompetenter Schwertzwerg. Ja, und da würde ich mal sagen, nehmen wir doch mal einen Axtzwerg zur Hand. Der ist Glasmacher, Glassmaker. Und der Schwertzwerg, der ist Potterer, also der ist Töpferer. Ich würde sagen, wir schauen noch mal eben, ob wir da von dem einen oder anderen noch einen zweiten haben. Und dann entscheiden wir uns gleich für einen der beiden. Wir haben hier, naja, das ist wieder der, im Moment. Das ist hier der Potterer, das ist der Potter, der Schwertzwerg und das hier ist der Axtzwerg. Die sind beide, naja gut. Glas brauchen wir gerade nicht und wir brauchen gerade auch keine Töpfe. Also würde ich sagen, machen wir den nochmal zum Commander. Und, Moment. Erst Moment, unser aktueller militärischer Commander, der ist Johnny 123. So, und der hat aber keine relevanten Skills darin. So, deswegen gehen wir, klicken wir den nochmal an. Nein, Moment, wir klicken den. Na. So, den klicken wir nochmal an. So, und jetzt wählen wir einen mit Axt- oder Schwertkenntnissen, denn der kann dann den anderen Leuten beim Training etwas beibringen. Da hatte ich beim letzten Mal nicht drauf geachtet, weil ich das noch nicht wusste. Jetzt weiß ich es allerdings. Allerdings, und jetzt ist die Frage, Axt oder Schwert? Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal den Axtzwerg. Na, nein, er soll schon hier. So. Soll schon die Position des Kommandeurs übernehmen. So, wo haben wir den? Da. Okay, dann können wir ja noch mit dem Schwert Kampf dazu nehmen. Der kann dann den anderen Leuten auch was beibringen. Da ist jetzt der Schwertzwerg. So, und jetzt sehen wir noch Leute, die auf Position arbeiten, die sonst nichts können. So, Dickmlrnle. Dickmlrnle. Seht's hier oben? Ja, also das ist der Beruf. Ein bisschen abgekürzt. Johnny 123, ich hab's noch falsch geschrieben. Ohne W schreibt er sich selbst. Der ist ein militärischer Commander, ja. Dann müssen wir mal sehen, dass wir den nochmal irgendwie. Can remove Commander. Ja, müssen wir mal sehen, dass der hier mal ein bisschen umbenannt wird und dass der mal was anderes macht. Wir könnten jetzt Leute nehmen, die
Expedition Leader, das ist, glaube ich, generell der Chef bei uns. Bin mir dabei gerade nicht ganz sicher. Generell mal Leute nehmen, die wir nicht unbedingt brauchen. So, und dazu zählen. Ja, dazu zählen dann eher so Leute wie. Na? Flymaker, Animal Trainer, Hunter, Woodcrafter, Beekeeper. Ja, ein Clerk zum Beispiel, brauchen wir gerade nicht. Fishery Worker, Glazer, Surgeon, naja, den brauchen wir gerade nicht. Wir haben noch keine Verletzten, aber ne. Ja, Milka, Woodburner. Ja, dann nehmen wir mal den hier noch dazu. Und dann nehmen wir noch. Die Gruppe sollte nicht zu groß werden. So, schauen wir mal den Thresher noch dazu und dann. Ja, was haben wir denn noch? Was wir nicht brauchen. Momentan nicht brauchen. Nochmal den Animal Trainer dazu. So, dann haben wir jetzt 5 Leute und wir lassen es bei 5. Gehen jetzt mal auf Uniforms. Oder erstmal auf Alerts. So, Active, Inactive. Ja, aktivieren wir die. Die sind aktiviert. Da oben seht ihr den Namen. The Plain Swords. Ja, und die Region ist immer noch Wachregion A. Okay, und dann können wir die equippen, also den Material geben. Da seht ihr das, Standardmaterial, Lederklamotten und individuelle Wahl Nahkampfwaffe. Ja gut. Die werden wahrscheinlich nichts nehmen hier, die drei und die anderen beiden, die Waffen, die die haben. Oder eben gar nichts, weil sie vielleicht auch gerade keine Waffen haben. Uniforms, ja, das ist eben das, wo man hier die Standardausrüstung auswählen kann. Hier kann man die nochmal ändern. Schedule, gehen wir mal auf den Plan. Die sollen trainieren. Jo. Train, train, train. Sieht gut aus. Sleep in room at will. Sieht auch gut aus. Inactive, uniformed. Okay, kann man hier. Sleep in barracks at will. At need in room at will. Ah, okay, dann schlafen die da, wo die schlafen wollen. Die müssen nicht unbedingt in der Kaserne schlafen. Gut, okay, lassen wir das mal so. Das sieht gerade mal gut aus. So, dann haben wir jetzt unsere militärischen Befehle, ja, verändert. Und können dann nochmal in die Unit List, glaube ich, reingehen. Was ist die Unit List? Da kann man auch nochmal, nein, Moment, da oben doch. Citizens. So, da können wir nochmal unseren Johnny 123, der ist nämlich, ach, der ist meiner. So, dann gehen wir mal auf View Creature, Customize, Customize Nickname, und dann ändern wir den. So, okay. Und dann, so, dann machen wir unseren aktuellen Leader, unseren aktuellen. War das der hier? Ne, Moment, wir waren das gleich. Military. Fische, ja. Genau. Wie hieß der? Saxul Faschisasir. So, dann suchen wir uns den mal raus. Den Saxul Citizens, Moment. Citizens, so. Saxul. Wo haben wir den? Reck ist übrigens ein recht häufiger Name. Reck ist sowohl männlicher als auch weiblicher Vorname. Saxul da. View Creature. Und dann nochmal Customize. Ah, da kann man auch seine Kills sehen. Cool. So. Customize Nickname. So, Johnny. One, two, three. So hat er sich genannt. Ohne W. Also eins bis drei. So, okay, dann haben wir das gemacht. Dann, so, machen wir es mit Pause daraus. Dann habe ich hier oben, das zeige ich mal eben, das habe ich gerade aus Versehen schon offscreen gemacht. Da habe ich hier, am Moment nicht mit K, mit Q, mit K zeige ich das mal. Also hier oben, da waren zwei, hier
Hier oben waren drei von diesen Archery-Targets. Und zwei davon habe ich jetzt gerade abreißen lassen, weil die sich hier gegenseitig behindert haben. Man braucht immer eine freie Schussbahn und die kann man hier einstellen. Wenn ich jetzt nochmal auf Q drücke und dann da nochmal hingehe, kann ich das einstellen, wie die Schussbahn sein soll, in der man darauf zielt. Nämlich, wo stand es gleich? Ich sehe es gerade nicht. Genau, WASD, Choose Shooting Direction. Da seht ihr jetzt hier, dass sich das jetzt geändert, von links nach rechts. Also von hier nach da. Von oben nach unten. Von rechts nach links. Oder eben von unten nach oben. Wir sollen von unten nach oben schießen. Gut. So, dann ist noch wichtig, dass hier nur drauf geschossen werden kann, wenn man auch einen Bogen hat. So, Mason cancels give food, no food available. Okay. Keine Nahrung vorhanden. So, wir sehen auf jeden Fall auch, dass wir hier eine ganze Menge an Holz liegen haben. Wir könnten jetzt mal dem Carpenter. Ach, der macht gerade sowieso schon was. Der ist gerade sowieso schon am Arbeiten. Wir können mal schauen, noch ein paar Fässer bauen vielleicht. Ja, eine Idee. So, und dann können wir nochmal schauen. Wooden Armor Stand haben wir schon. Vielleicht noch Trainingsaxt. So, dann müssen wir mal schauen. Können wir die überhaupt bauen? Doch, da oben. Wooden Training Axe. Okay. So, und dann müssen wir auch mal sehen, dass wir noch den ein oder anderen Workshop bauen. Nämlich, warten wir es. Nämlich den für den, für den, na, nicht Glaswindow, sondern den für den Holz, hier Wood Furnace, den brauchen wir. So, und da hatten wir doch einen weiteren, hatten wir da nicht einen weiteren Raum in Auftrag gegeben? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, doch genau hier unten wollten wir noch was bauen. Brauchen wir dann denjenigen, der Holz zu Kohle verarbeitet, damit wir dann auch Metall verarbeiten können. Hier oben in unserer, ja, in unserer Metallbranche. Da kann nämlich momentan nichts gemacht werden, weil wir keine Kohle haben und auch, ja, kein Material, also kein Eisen haben, das wir aus dem Erz erstmal herausschmelzen müssen. Okay, so, und dann sehen wir auf jeden Fall auch, dass wir eine Menge Idlers haben. Und wie war das mit dem Reck hier unten? Wir haben ja jetzt einen Geist hier bei uns. Entschuldigung. Wir haben jetzt hier einen Geist, also von Rec. Der ist hier unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob man den noch sieht. Der war hier oben zuletzt gewesen. Da oben ist er noch, genau. Man sieht ihn hier oben. Da ist der Geist. Und der ist gekommen, weil wir Rec hier unten, ich zeige ihn nochmal, nicht richtig ja, nicht richtig in einem Sarg bestattet haben. Bestattet haben da. Und da müssen wir den jetzt eigentlich hinbringen, denke ich mal. Oder wir müssen den irgendwie austreiben, den Geist, aber wie das geht, weiß ich nicht. Change Settings? Nein. Ja, kriegen wir den ja weg. Ich glaube, das habe ich schon mal versucht, dass man den irgendwo hinpacken. Ja, Dump. Nee, dumpen wollen wir den nicht. Naja, gut, dann geht das vielleicht nicht. Dann ist der jetzt für immer ein Geist. Und spukt hier rum. Was ich noch vorhatte. Ah, Moment, was ist denn das da oben? Was ist denn das ja gleich? Cedar Hedge Cover. Okay. Gut. Wir haben hier. Ah, Mühlstein. Das sind hier Eimer. Haben wir auch schon Platz für. Für weitere, haben wir schon Nahrung hier, weitere Nahrung eingelagert. Ich bin immer so ein bisschen am Zweifeln gerade, ob wir wirklich genug Nahrung haben. Weil hier sehr viel ja zu Bier etc. weiter verarbeitet wird. Ja. Bierbarrel, Wein,
Fish Barrel, okay. Ja, da war Fisch. Sehr gut. Wein. Und hier ist eine Menge. Ach so, Handschuhe, Socken, Schuhe. Fish Barrel. Okay, ja. Also ein bisschen was an. Ein bisschen was an Nahrung haben wir hier. Pflanzen drin. Ale. Ja, okay. Ein bisschen Klamotten. Ja, aber da sollten wir uns vielleicht nochmal um kümmern. Auch mit einer Küche vielleicht. Die kann ja dann auch hier oben gebaut werden. So, hier oben wird noch weiter miniert. Jo. So, hier werden die Räume nicht weitergebaut, aber das kennen wir ja schon. Stattdessen haben wir mal 7 Leute, die gerade nichts machen, oder jetzt sind es nur noch 5 oder 6. Okay. Ja, und natürlich hätte ich auch gerne hier, ich hätte natürlich auch gerne noch ein bisschen mehr Felder hier bewirtschaftet. Wir sehen hier wieder die ganzen Dimpelcups, diese ganzen, Pilzköpfe. Food available, ja, Give food. Wie möchte der denn Food geben? Dwarven Child, Cancel Store Item, Naja. Die sollen mal schauen, wo die ihr Material dann noch unterbringen. Offenbar wird da ein bisschen Material, ein bisschen Stauraum und so gebraucht für. Also, und wir brauchen hier Jagdausrüstung fürs Jagen. Ja, alles Materialien, die wir nicht so wirklich haben. Vielleicht auch, weil wir hier einfach die Räume nicht fertig gebaut bekommen. Sollen sie mal machen. Ist auch nochmal wichtig. Oh, wir haben schwarzen Zirkon gefunden. Und wo? So, Moment, da. In der Mitte. Black Circle, Cavern Floor. Okay. Na, sehr schön. Schwarzen Zirkon gefunden. Da ist der Boden aus schwarzem Zirkon. Okay. Hier. Da. Ja, was haben wir noch? Wir haben jetzt hier eine Gruppe, die da eigentlich trainieren sollte, wenn sie nicht schläft. Offenbar macht sie es doch nicht. Wir können mal reinschauen, ist sie vielleicht nicht aktiv? Ein Squad, 5 Soldaten, 0 aktiv. Ja. Dann sollten wir die vielleicht aktivieren. So, schauen wir nochmal. Wie können wir die nochmal aktivieren? Bei Alerts, glaube ich. Inactives. Na toll. Die sollen aber active sein. Nein, Active Training. So, da soll er sein. Und ja, müsste ja eigentlich jetzt aktiv sein. Ah, die waren doch gerade auch schon aktiv. Merkwürdig. Und mal auf M. War noch keiner aktiv. No Scheduled Order. Inactive, no Scheduled Order. Wir haben keine Befehle im Plan. Ich dachte, da oben steht Give Order, trainieren. So muss man den. Ja, train. Das war noch der Befehl. So, in den allen. Stehe ich gerade nicht. Steht doch trainieren. Tja, okay. Gehen wir nochmal rein. Nochmal in Schedule. So, wir haben Cancel Order, Copy Orders. Granite. Ich weiß hier, Limestone ist der aktuelle Monat. Aber wir gehen einfach mal in den rein. Give Order. Nicht Defend Burrows, sondern die sollen Patrol, die sollen trainieren. So, trainieren. Jetzt können wir hier die Zahl eingeben. Das ist egal. Shift Enter. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich kann ja auch Copy Orders. Und dann hier.
Nee. Ach, Pace Orders, genau. Okay. Dann kopieren wir die von Limestone und kopieren die überall rein, die Befehle. Das heißt, die werden jetzt überall anfangen zu trainieren. Denke ich doch. Müssen wir nochmal reinschauen beim Militär. Und wieder keiner aktiv. Ja, okay. Naja. Warten wir mal ab. Vielleicht kommt das noch. Manchmal schlafen die ja alle oder die sind alle noch am Essen oder holen sich gerade die Waffen oder was auch immer. So, wie sieht's denn jetzt aus hier? Wir brauchen mehr Platz. Alle oben, der Raum ist schon fast fertig. Ne, der ist sogar schon fertig. Hier kann man noch ein bisschen was wegmachen. Und vor allem hier die Steine mal wegräumen. Und da können wir jetzt mal einen weiteren Workshop bauen. Und wir bauen einen. Ich würde mal jetzt sagen, das ist eine Küche. So, und da gehen wir mal runter. Butcher's Shop. Ah, Craftsworth. Workshop. Das ist der Waffenmensch. Kitchen. So, die Kitchen. Stellen wir hier hin. Gerne auch aus Gabbro. So, dann noch die Fischerei. Also, wo man die Fische dann rausnimmt. Die dann hierhin. Auch aus Gabbro. Und was kann man noch machen? Farmers Workshop vielleicht. Obwohl, den haben wir denn den schon? Bin mir gerade nicht sicher. Nein, haben wir noch nicht. Jetzt wollen wir einfach dahin. Boros Gabor. Gut. Dann haben wir den Batschan, den können wir noch hinten hinsetzen. Ja, da wird das auch passen. Boros Gabor. Okay. Sehr gut. Dann haben wir unten jetzt vier Workshops, die da noch gebaut werden. Und dann, ja, haben wir ja ein bisschen was geschafft. Wir haben nochmal ein paar Befehle verteilt oder erteilt, die keiner annimmt. Wir haben unsere militärische Gruppe noch ein bisschen verbessert und ein bisschen kleiner gemacht. Und trotzdem arbeitet da keiner, keiner trainiert. Und naja, vielleicht optimieren wir da nochmal ein bisschen weiter dran rum, müssen wir mal schauen. Vielleicht habe ich da nicht eingestellt, dass sie das wirklich machen. Naja, wie das eben so ist. Gut. Schauen wir nochmal. Sind sie hier schon am Bauen? Noch nicht wirklich. Aber dafür ist jeder Raum auch bald fertig. Und dann kann man hier den. Ah, hier kann man noch ein paar Farmen anlegen. Das sieht gut aus. Kann man ja noch irgendwo erweitern hier. Und dann hier irgendwo auch noch den Köhler unterbringen. Sehr gut. Und hier unten kann man das auch noch erweitern. Okay. Wunderbar. Dann machen wir erstmal an dieser Stelle eine Pause. Einen kleinen Überblick über alles. So, die Weide hier unten ist auch bald kahl gefressen. Muss man bald wieder was dran ändern. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt an dieser Stelle eine Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!